Moin, meine Sikros-Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal zur nächsten Flaschenpost. Neuer Tag, neue Flaschenpost. So ist es diese Woche, gibt jede Menge Themen und diesmal, ja, gibt es ein paar andere Themen. Das hat jetzt nicht mehr direkt mit neuen Schiffsmodellen zu tun oder irgendwelchen technischen Daten, wie sie ins Spiel kommen werden, sondern es hat mit Spielinhalten in dem Sinne zu tun. Also Events, Tarnungen, Mechaniken in dem Sinne. Ja, wir wollen direkt oben anfangen. Wir haben ja schon hier Eisberge, Tarnung etc. So habe ich es jetzt einfach mal genannt. Also das sind super Testinformationen, die uns jetzt mit dem Update 083 frühestens erreichen. Wie gesagt, 082 ist ja aktuell noch nicht mal released. Das heißt, wir reden jetzt schon von dem übernächsten Update, ne? Wir hatten ja schon einmal kurz angedeutet in einer der vorherigen Ausgaben, dass ja eine neue Event kommen wird, und zwar zum Release der russischen Schlachtschiffe ins Spiel. Und ihr kennt das ja schon, das ist so ein bisschen angelehnt an das Go Navy Event. Ich habe es jetzt Freundschaftsspiel genannt. Das ist so ein bisschen, ja, frei übersetzt. Und es wird so ein bisschen angelehnt sein. Es wird zwei Teams geben, Ruhm und Ehre, so heißen sie eben. Ihr könnt Punkte sammeln, indem ihr da halt, ja, bestimmte Punkte erfüllt oder bestimmte Aufgaben erfüllt, und damit sammelt ihr dann Token. Mit den Token könnt ihr dann zum Beispiel Tarnungen für die Tschapajew, Kiew, Ognewoi und so weiter bekommen, auch für die Lenin zum Beispiel. Außerdem wird es halt eine spezielle Rubrik wieder in der Waffenkammer geben. Das Arsenal wird nämlich umbenannt, schon in 082 in die Waffenkammer, und ja, da gibt es dann nochmal weitere Sachen. Die Token werden sicherlich nicht nur auf eine Sache bezogen sein. Wir haben hier schon mal so eine Vorschau. Es wird dann da oben so einen extra Bereich geben. Und hier hat man dann so, ja, so soll das denn in-game dargestellt werden. Ne? Das Team, was am vorherigen Tag verloren hat, bekommt einen Bonus. Und da sie wollen aus der Mechanik bei dem Go Navy Event gelernt haben, da hatten wir ja doch einige Probleme, dass eigentlich immer nur ein Team gewonnen hat. Und das soll jetzt mit diesem neuen überarbeiteten Konzepten ein bisschen besser werden. Hier haben wir die Vladivostok. Das sind da so Sondertarnungen, die man hier freischalten kann in diesem Event. Also man merkt, ich bin eher russisch angehaucht anstatt französisch, weil die französischen Namen kann ich alle nicht aussprechen. Die russische Sprache, damit kann ich dann eher ein bisschen was anfangen. Gut, dann haben wir hier noch den Hafen des Ruhms sozusagen. Der soll sich dann auch farbenmäßig anpassen. Wie gesagt, wir haben darüber schon mal ganz, ja, ein bisschen schon mal berichtet in einer der vorherigen Ausgaben. Jetzt ist es hier eben nochmal offiziell auch auf unserer Facebook-Seite übersetzt worden für euch. Nächster Punkt ist dann die Supertestinformation mit den Tarnungen und der Oberflächenverbesserung, und ein neues Yamato-Modell wird kommen. Also, es werden neue weitere Tarnungen für Kupfer und Molybdän ins Spiel kommen, in die Waffenkammer aufgenommen. Und zwar wird es eine Tarnung für die Bourgogne geben, die dann so aussehen wird. Und ja, die haben, also die Tarnung heißt Rhino, und die Erkennbarkeit sind Standardsachen, also minus 3% Erkennbarkeit, 4% Streuung. Die Wartungskosten werden um 50% reduziert. Im Kampf gibt es 20% mehr Credits und 100% mehr Erfahrung. Das ist quasi das Gleiche, ne? Wie andere Premium-Tarnungen auf diesem Level. Dann gibt es die Tarnung für die Leni und die Minz. Da war ja vor einiger Zeit dieser Wettbewerb. Das war kurz vor und um die Weihnachtszeit herum. Die sind jetzt dann auch soweit und die werden hinzugefügt und können dann ja, im Spiel bekommen werden. Hier steht jetzt nicht genau wie, aber auf jeden Fall sind sie jetzt im Test. Kann sein, dass man sie einfach nur im Arsenal irgendwie freischaltet oder da eben Dublonen für ausgibt, Entschuldigung. Aber ja, mehr steht dazu nicht. Wir können uns hier mal Bilder angucken. Die sehen dann so aus. Das ist die Leningrad. Und hier haben wir dann die Minsk. Also das ist ja quasi mehr oder weniger identisch, ne? Ihr seht, es sind nur wenige Unterschiede da. Ja, hier sieht es fast so aus, als ob sie die Brücke ein bisschen vergessen haben. Guckt euch das mal an. Der Rest ist schwarz-gold. Und die Brücke haben sie noch so gelassen. Ja, okay. Muss er sich da mal angucken. Ich finde sie jetzt nicht schlecht, aber ich finde sie jetzt auch nicht besonders toll. Also meine persönliche Meinung. So. Nächster Punkt ist dann, also, was haben die Tarnungen denn für Werte? Erkennbarkeit reduziert, Streuung der Feindgranaten erhöht, Wartungskosten um 50% reduziert und
die Erfahrung im Kampf um 50% erhöht. Das ist aber auf den Tierstufen, wir sind hier auf T7 unterwegs, keine schlechte Sache. Ja? Leningrad ist ja das Premium-Schiff, das hat er sowieso schon. Ist ja mit dem Premium, da ist die Wartung ja sowieso schon eine andere. Und ja, das ist schon geil. 50% Wartungskostenreduzierung auf dieser niedrigen Stufe, das ist schon cool. Dann ist der nächste Punkt, die Ranglistensymbole werden aktualisiert. Es wird so sein, dass für die normale Ranglisten, also für die gewerteten Gefechte, eben goldene, also für die lange Saison eben goldene Symbole in Zukunft angewandt werden. Und für die Sprint gewerteten Gefechte, also die kurz laufen, nur wenige Tage sozusagen, werden dann silberne Symbole vergeben. Ja, und ihr werdet aber euer goldenes Symbol so lange erhalten, bis ihr dann einmal an dem Sprint hier teilgenommen habt. Ne? Dann wird es erst aktualisiert. Und zu guter Letzt kann man sagen, das Modell der Yamato wird aktualisiert. Es ist eines der ältesten Schiffsmodelle im Spiel und jetzt haben sie jede Menge Nachforschung, Historiker da beschäftigt und konnten noch ein paar Sachen aktualisieren. Das Erscheinungsbild wird jetzt wohl näher an das Erscheinungsbild rücken, wie die Yamato tatsächlich beim ersten Auslauf oder nicht beim ersten, beim letzten Auslaufen aussah. Und es werden die Flak-Parameter komplett überarbeitet. Ist schon mal interessant, dass man das jetzt sozusagen mit einem Modell-Update verändert. Ja, auf jeden Fall soll sie überarbeitet werden. Ist das jetzt schon das neue Modell? Ich vermute mal, dass das neue Modell ist. Ich habe jetzt keine ganz großen Unterschiede festgestellt. Ich habe mich jetzt, wir werden es einfach gucken. Ja, wie sich das verändert. Ich habe mich jetzt nicht ganz so intensiv mit der Yamato beschäftigt, auch im Spiel jetzt noch nicht. Von daher, ja, gucken wir einfach mal, wie es nachher kommt und wie dann auch die Flak aussieht. Das optische Modell ist eine Sache, die technischen Werte sind für mich dann nachher immer noch ein bisschen die wichtigeren Werte, wo ich sage, okay, kann ich die Yamato in Zukunft noch anfliegen oder kann ich sie eben nicht anfliegen? Müssen wir dann sehen. Und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Und der nächste Punkt sind die Eisberge. Wir sind jetzt schon ein paar Tage her. Am 26. März wurde gepostet, dass jetzt Eisberge ins Spiel kommen. Ich habe es euch hier mal vorbereitet. Ihr könnt es uns einmal angucken. Das soll jetzt möglich sein. Also nicht jetzt, das soll demnächst ins Spiel kommen. Ne? Es wird daran gearbeitet, dass Eisberge die ersten ländlichen Einrichtungen sind, also die zerstörbar sind. Ne? Jetzt haben schon viele gesagt, ey, wir müssen zusehen, dass Inseln auch abgetragen werden können. Also eine Sache, ja, auf jeden Fall ist das jetzt eine ganz coole Neuerung. Ich freue mich unheimlich darauf, weil man das eben als teilweise Deckung nutzen kann und zum anderen dann auch Durchbrüche erzielen kann. Solange das nicht beschossen wurde, sollte es wohl so zählen wie eine ganz normale Insel. Ne? Also man soll da richtig pushen und da auch nicht durchkommen, aber wenn man da eben die Insel beschießt, dann soll der ganze Kram oder diese Wand da beschießt, dann soll der ganze Kram einbrechen, so wie eben schon gezeigt. Gut, und das waren die ganzen Sachen zum Supertest. Ich bin mal gespannt, ob demnächst noch weitere Sachen kommen, die hier dann irgendwelche Sachen zerstören lassen. Also, wo man, keine Ahnung, irgendwie Bäume wegfegen kann, damit man besser sehen kann oder wie auch immer. Gut, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die jetzt ganz nah bevorstehen. Ich habe das Work-in-Progress-Logo extra ausgemacht für euch. Und jetzt kommen wir dann zu dem Thema, das jetzt nah ist. So kann man das wohl sagen. Die 5. Saison der Clangefechte geht nämlich los. Und die startet am 3. April und geht bis zum 27. Mai. Man konnte ja meinen, dadurch, dass es jetzt vor kurzem einen Test gab, wo man auch Träger mit einsetzen konnte, dass vielleicht da ein bisschen was verändert werden könnte. Es ist aber nicht so. Ihr werdet aber serverübergreifend jetzt mit mehreren Primetimes spielen können, eine richtige Saison lang. Es wird ein 7 gegen 7 sein, es wird ein Schlachtschiff möglich sein und es ist alles auf T10. Mittwoch, Donnerstag und Samstag, Sonntag zu den gewohnten Zeiten, kann man sagen, wird es dann verfügbar sein. Und ihr könnt dann immer am Tag um 6 wählen, zu welcher Primetime ihr eben wechselt. Wenn ihr an dem Tag Samstag habt, dann könntet ihr zum Beispiel auch von 16 bis 20 Uhr spielen, anstatt erst von 17 bis 21 Uhr. Oder eben sagen, ach, ich kann lange ausschlafen, ich spiele von 23:30 bis 3:30 Uhr. Also das wird euch auf jeden Fall mal eine ganze Ecke entgegenkommen, glaube ich. Und der eine oder andere von euch wird das sicherlich intensiv nutzen. Prinzipiell kann man sagen, es ist leichter geworden, Stahl zu bekommen, ein bisschen, habe ich zumindest den Eindruck, da gehen wir gleich drauf ein, aber bevor wir jetzt darauf
hinweisen oder darauf eingehen, möchte ich euch nochmal ganz doll darauf hinweisen, ihr könnt eure Kapitäne zurücksetzen. Nämlich am 1. bis 8. April können die Kapitäne kostenlos zurückgesetzt werden, umgeskillt und wieder zurückgesetzt und wieder umgeskillt und wieder zurückgesetzt werden. Und ihr könnt auch Module bei den Schiffen ausbauen und wieder einbauen und das alles kostenfrei. So, welche Karten gibt es? Es wird Norden geben, Tränen der Wüste, Eisinseln, Meer des Glücks, Pfad des Kriegers, Land of Fire, also Feuerinseln und hier Mountain Range. Die Varianten werden verfügbar sein. Es wird wieder mit 3 Caps sein. Das dauert 40 Sekunden zu cappen und ihr bekommt jedes Mal, wenn ihr den Cap habt, alle 4 Sekunden 3 Punkte auf euer Punktekonto gutgeschrieben. Sonst läuft es eigentlich so wie immer mit den Clan Boss. Da seid ihr ja schon erfahren. Von daher werdet ihr euch dann an euren Kommandanten wenden können, der da sicherlich noch eine ganze Menge mehr Erfahrung hat. So, dann kann man hier nochmal ein paar Sachen erwähnen. Und zwar ist hier nochmal dargestellt, wo man dann die Clan Battles auswählt und wo man dann den Schedule auswählt. Das ist nämlich dann unter den Clan Battles, das betrifft jetzt hauptsächlich die Kommandanten unter euch, wo man dann nochmal genau sagen kann, ich möchte heute in der und der Primetime unterwegs sein. Und dann kann man hier auch sehen, wenn man da halt drauf drückt, wie sich die ganzen Sachen hier verändern. Ja? Hier kann man dann sagen, das endet in 3 Minuten, die nächste Primetime beginnt in 33 Stunden oder Minuten und die in 3 Stunden und so weiter. Also man kann wirklich richtig jetzt in Zukunft dann halt auswählen, wo man eben mitmachen möchte an dem heutigen Tag, also an dem Tag, wo man das dann auswählt. Es wird wieder ganz normal, wie immer sein, Brise-Liga, Sturmliga, Orkanliga, die ganzen üblichen Geschichten. Und ein Hinweis muss erlaubt sein, natürlich ist es so, dass übergreifende Clangefechte, also serverübergreifende Clangefechte sehr gerne erwünscht sind und das auch zu mehr Flexibilität führt und wahrscheinlich zu mehr Clangefechten führen wird. Aber es ist natürlich so, dass EU-Server hier in der EU stehen, USA-Server natürlich in den USA und einfach an einem Fleck, wo sie besonders gut für die Spieler der USA zu erreichen sind oder für Nordamerika zu erreichen sind. Und damit einher geht natürlich ein Latenzverlust. Das heißt, umso weiter weg der Server von euch steht, desto länger brauchen die Datenpakete, um da anzukommen. Das alles sorgt für eine erhöhte Latenz. Das heißt, könnte durchaus sein, dass jemand, der näher am amerikanischen Server dran sitzt, euch gegenüber einen Reaktionsvorteil haben kann. Das ist, mal gucken, wie problematisch das wird. Das wird die Praxis dann zeigen. Gut, weiter geht's. Es gab eine neue Anpassung, und zwar am Wertungssystem. Es soll jetzt leichter sein. Clans mit einer durchschnittlichen Wertung werden jetzt Gegner zugeordnet, die hinsichtlich ihrer Wertung noch näher, ihrer eigenen Wertung noch näher kommen. Also durchschnittliche Clans haben durchschnittliche Gegner. Also das ist das große Ziel. Das wurde halt noch weiter angepasst. Das hat beim letzten Mal, fand ich jetzt persönlich, gar nicht mal so schlecht geklappt. War auf jeden Fall schon deutlich besser als vorher. Und jetzt wollen sie das nochmal weiter verbessert haben. Und das Matchmaking für Clans mit hohen oder niedrigen Wertungen wurde auch deutlich beschleunigt, ohne dass dadurch die Qualität des Matchmakings beeinträchtigt wird. Das ist das, was Wargaming uns hier verspricht. Auch hier ist wieder das zweite Team möglich, also Alpha und Bravo Team. Hier wird das dann nochmal den Errungenschaften, das ist aber ganz normal, wenn wir von der Brise dann aufsteigen in die Sturm, da kriegst du eben die Errungenschaft und so weiter für die jeweilige Liga. Und hier kommen wir zu den Belohnungen, die hier dann verfügbar sind. Also bis zu 11.000 Stahl sind hier möglich. Wir haben hier dann so ein Brise-Versorgungsding, da können wir dann hier 200 Stahl für jeweils und jeweils 20 Signale der folgenden Signale, also hier Geschwindigkeit, Reparaturmannschaft, also eine ganze Geschichte gibt es dann hier. Kann nur einmal abgeschossen werden, gewinnen sie 7 Gefechte in der Brise-Liga oder einer beliebig höheren Liga. Das heißt, es ist eigentlich egal, in welcher Liga man spielt, 7 Gefechte gewinnen und 200 Stahl und die jeweils 20 Signalflaggen gehören euch. Natürlich T10, wie gesagt, die Clan-Gefechte sind nur auf T10 möglich. Dann gibt es die Brise-Liga Stahl. Da muss man, gewinnen sie ein Gefecht in der Brise-Liga und pro gewonnenes Gefecht gibt es eben 80 Stahl. Und dieser Auftrag kann 15 Mal abgeschossen werden. Das heißt, ihr macht am Anfang sogar 2 Aufträge. Nämlich, ihr gewinnt 7 Gefechte, dann heißt ihr macht den Versorgungsauftrag fertig. Und Brise-Stahl habt ihr dann schon zur Hälfte fertig. Für jeden Sieg gibt es eben 80 Stahl. Und dann habt ihr nachher eine ganze Menge zusammengefarmt, wenn ihr dann da 15 Siege geholt
habt. Aber das muss halt in der Briseliga sein, weil hier steht nicht oder drüber. Ne? Nächster Punkt geht dann halt weiter. Gewinnen Sie 7 Gefechte in der Sturmliga oder höher, dann gibt es da wieder 30 Signalflaggen und der Auftrag kann halt nur einmal abgeschlossen werden. Und dann gibt es das gleiche dann in der Sturmliga wieder. Da gibt es dann sogar 120 Stahl für jedes Gefecht, was der in der Sturmliga gewinnt. Also auch bis zu 15 Mal möglich. Und das ist dann schon eine ganze Menge an Stahl, die man da schon bekommen kann. Und ja, dann geht es hier immer weiter. Orkanliga, die besteht dann der Versorgungsauftrag aus mehreren Teilen. Dann gibt es hier auch Stahl in der Orkanliga, natürlich auch für 30 Gefechte diesmal sogar, jeweils 100 Stahl. Ne? Also 3000 Stahl könnt ihr da holen, wenn er in der Orkanliga spielt und da gewinnt. Und dann geht es hier auch immer weiter mit der Typhoon-Liga, wo dann sogar Elite-Kapitän-CP und so eine Sachen zusammengestellt werden können. Oder Mosaik-Tarnung und so weiter und so fort. Und auch hier ist es dann möglich, weitere Stahl-Einheiten zusammenzufahren, wenn man in diesen ganzen Geschichten ja, gewinnt einfach. Ja, und wenn die Kampfauftragsreihe hier oben schon abgeschlossen, also bis zur Typhoon-Liga abgeschlossen ist, dann bekommt ihr als Abschlussbelohnung einmal Molybdän, also diese Sonderressource, womit ihr dann bestimmte Tarnungen im Arsenal freischalten könnt zum Beispiel. Gut, und dann gibt es hier noch Kampfaufträge für den Clan, wo ihr dann Signalflaggen bekommt und ja, spielen Sie ein Clan-Gefecht. Hier wirklich, hier gibt es einfach nur Signalflaggen. Das hat nicht mal direkt was mit dem Clan an sich zu tun. Ja, und dann gibt es, gewinnen Sie 2 Clan-Gefechte, gibt es dann 30 Öl zum Beispiel on top. Frei XP, indem wir ein Clan-Gefecht spielen. Und einfach nur ein Clan-Gefecht spielt. Ne? So steht das hier. Stufe 5 Schiffe, dieser Auftrag kann nur einmal abgeschossen werden, aber ihr kriegt dann eben 250 EXP. Also ich sage es einfach mal so, ne? Es gibt hier eine Menge Aufgaben, die ihr alle erfüllen könnt und die euch eine Menge Vorteile bringen. Und ich glaube, das ist hier wirklich, ja, tolle Sache. Also die haben sie wirklich nochmal verbessert, finde ich. Das ist wirklich eine Menge jetzt mehr, was man hier noch mitnehmen kann. Bin ich richtig ein bisschen beeindruckt, muss man ehrlich sagen. Und dann geht es weiter und der nächste Punkt sind dann die Karten, ja, wo die Startpositionen verändert werden. Ja, also hier Weg des Kriegers zum Beispiel, startet ihr nicht mehr schräg, sondern ihr startet genau in der Mitte der Karte, gegenüberstehend. Und auch hier ist es dann so, Meer des Glücks kommt, geht es dann weiter. Auch da ist es dann etwas anders geworden. Ja, also da muss man sich dann hier nochmal verändern wieder. Also ist jetzt wohl wieder zusammengerückt. Ne? Guckt euch das an. Das ist hier, vorher hatten wir 4 Plätze, wo wir erobern. Und jetzt ist es dann wieder so, dass der eine Punkt in den inneren Cap damit reingewandert ist, weil man halt mitbekommen hat, dass sich das irgendwie doch besser gespielt hat für die Spieler. Außerdem wird es dann auch wieder Mietschiffe geben. Und das ist halt dann die übliche, das übliche Prozedere. Das ist irgendwie nichts Neues in dem Sinne. Gut, das war's, was man zu den Clan-Gefechten aktuell sagen kann. Auf jeden Fall gibt es einige Veränderungen. Wie gesagt, guckt euch das an, wenn ihr für wirklich ganz genau alles nochmal genau informiert werden wollt, wo hier welche Sachen zu gewinnen gibt. Container für Marinefliegereien und so weiter. Dann guckt euch einfach genau an, was ihr nochmal braucht, was ich euch jetzt vielleicht nicht erklärt habe. Und ja, dann kommen wir einfach mal zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist dann die britische Macht. Und die britische Macht beginnt am 28. März und geht bis zum 1. April. Und das ist ein Wochenende über dann möglich, britische Schiffe deutlich günstiger zu bekommen. Nämlich reduziert das T2 bis T5 um 50% britische Zerstörer, Kreuzer und Schlachtschiffe. Dann gibt es T6 bis T7 30% weniger Kosten für auch Kreuzer, Schlachtschiffe und Zerstörer. Und da gibt es T8 bis T10, da gibt es 15% Rabatt auf die Creditpunkte bei den Zerstörern, Kreuzern und Schlachtschiffen. Außerdem gibt es eine kleine Kampfauftragsreihe. Ihr müsst ein Gefecht gewinnen, kriegt einen EP-Bonus. Das ist natürlich nur möglich mit T5 bis T10 Schiffen in Zufall- und Koop-Gefechten. Und das könnt ihr 10-mal pro Tag abschließen. Also das heißt, ihr könnt 10-mal pro Tag nochmal 50% EP on top kassieren für ein gewonnenes Gefecht in Zufall- oder Koop. Ne? Dann geht es weiter. Die ganze Welt brennt, heißt das, verursacht 5 Feuer und gewinnt. Das sind dann 3 Kampf der Elemente Feuertarnung, die ihr da als Belohnung bekommt. Und da ist es dann auch in Unternehmen
zusätzlich möglich zu Zufall- und Koop-Gefechten und den könnt ihr einmal pro Tag abschließen, den Auftrag. Feuer im Himmel schießt 10 Flugzeuge ab und verdient 5000 Base XP in beliebig vielen Gefechten, gibt Signalflaggen dazu und auch das ist im Unternehmen in Zufall- und Koop-Gefechten möglich und auch dieser Auftrag gilt nur einmal am Tag. Und die letzte Herausforderung ist dann hier die glorreichen 5. Erhaltet 5-mal die 5 meisten Erfahrungspunkte eures Teams und ihr bekommt als Belohnung 500.000 Credits. Und der Kampfauftrag kann generell nur einmal abgeschlossen werden, auch nur in Zufallsgefechten und wieder halt in dem typischen Schussbereich von T5 bis T10. Was immer noch am Wochenende aktiv sein wird, ist der Marathon, die letzte Schlacht der Exeter. Ich bin inzwischen damit schon durch. Vielleicht muss der ein oder andere von euch da draußen noch daran arbeiten. Es ist wirklich nicht ganz einfach, weil Abschnitt 4 hat es echt in sich. Die 7 Errungenschaften sind nicht so leicht zu holen. Als Tipp vielleicht, wenn ihr noch ein bisschen Rätsel ratet, wie ihr das machen könnt, die Nelson, das Schlachtschiff der T7, auf der T7-Stufe, eignet sich besonders gut dafür durch den Superheal. Lasst euch anzünden, bekommt Flutungsschaden, also eine Sachen und repariert euch dann mit der Reparaturmannschaft den Flutungsschaden, also der nur durch die Flutung entsteht und durch Brände an sich. Nicht der Einschlag der Granate, sondern der Brand an sich. Die Trefferpunkte könnt ihr zu 100% wiederherstellen. Wie gesagt, die Nelson hat einen super Heal und damit könnt ihr das schaffen. Ihr müsst dann das Gefecht am Ende überleben und schon ist wahrscheinlich relativ einfach ein Feuerfest oder ein Dreadnought verdient, solange ihr einigermaßen regelmäßig und intensiv gebrannt habt. Wie genau diese Voraussetzungen für diese Errungenschaften sind, die könnt ihr euch in eurem Profil dann einfach nochmal angucken. Geht auf Profil eurer Errungenschaften, geht mit der Maus drüber und dann seht ihr ganz genau, was für was benötigt wird. In der oberen Reihe habt ihr wahrscheinlich ein paar mehr und da könnt ihr euch dann genau angucken nochmal, wie das so zu machen ist. Aber die Nelson, wer die Nelson hat, sollte sie zumindest versuchen zu nutzen. In Teil 2 sind es dann 750.000 Schaden, in Teil 3 sind es 3 Schiffe versenken. Das ist noch verhältnismäßig einfach mit den 750.000 Schaden, weil es einfach nur sammeln ist. 3 Schiffe versenken in einem Gefecht, würde ich euch in Koop empfehlen. Versucht einen Kreuzer zu fahren, das ist eigentlich eine einfachere Möglichkeit, damit 3 Schiffe zu versenken, weil ihr eben nicht beim ersten Hit raus seid in der Regel und ganz schön Wumms in den Kanonen. Und ich bin da mit der Ellenburg, glaube ich, gefahren und habe da die 3 Schiffe versenkt. Und genauso gilt das für Teil 4. Ich würde euch empfehlen, Koop zu fahren und dann eben die Edinburgh oder Fidschi so zu nehmen. Das sorgt dafür, dass ihr auf der Gegenseite auf jeden Fall mindestens auch eine Edinburgh oder Fidschi habt. Es gibt viele Spieler, die genauso denken und auch eine Fidschi oder eben einen Edinburgh nehmen. Und damit habt ihr relativ viele Schiffe, die leicht gepanzert sind an der Seite. Ihr wisst, dass das möglich ist, den Koop-Gegner ein bisschen auszutricksen und euch dann die Bereitschaft einfach zu nutzen. Ihr steht vielleicht sogar selber im Nebel und könnt noch unentdeckt die Bereitschaft des Gegners ausnutzen und da ohne Probleme auch mal mit 10 Zitadellen nach einem Gefecht rausgehen. Braucht ein bisschen Glück, gebe ich ja zu, aber das ist so mein Tipp, den ich euch jetzt hier mit auf den Weg gebe. So, das sind die beiden Punkte, die ich hier dann erwähnen wollte. Auf jeden Fall mal wieder cool, dass es endlich mal wieder eine Sache gibt, wo man Creditpunkte sparen kann im Spiel. Nächster Punkt ist dann die TwitchCon-Gewinner. Wir hatten vor einiger Zeit schon darüber berichtet, dass man hier Tickets für die TwitchCon bzw. die Anreise zur TwitchCon bezahlt bekommen konnte von Wargaming. Und der Wettbewerb endete am 26. März und wir sind jetzt schon danach und gewonnen hat Hellsmorph und Vimus. Die fahren zur TwitchCon. Platz 2 hat Lagoon 0815 gemacht und hat ein Rode Podcaster-Mikrofon gewonnen. Und ein Stream Deck von Elgato hat Boomfunk MC bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es mussten zum Beispiel als Voraussetzung 24 Stunden lang gestreamt worden sein. Innerhalb des Zeitraums, also nicht an einem Stück. Aber man musste 24 Stunden streamen und dann konnte man da eben gewinnen. Also, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß bei dem Event. Nächster Punkt ist dann intergalaktische Spiele. Ja, World of Warships hat schon die ersten Informationen zu den intergalaktischen Spielen ab dem 1. April released, obwohl das Update noch nicht da ist. Ich bin mal gespannt, weil irgendwie muss der Content ja auf unsere Server raufkommen.
weil die ganzen Spiele, die ganzen Tarnungen und so weiter, das muss ja alles wieder rein in unseren Account. Ich glaube, da sind auch ja neue Modelle dabei. Normalerweise funktioniert sowas immer mit einem Update. Kann durchaus sein. Ich hatte den World of Warships Stream vorhin geguckt und da wurde so ein bisschen gemutmaßt, als ob zum 1. April dieses Jahr das Update kommen könnte. Es könnte auch ein April-Scherz sein, wir wissen es nicht genau, aber auf der anderen Seite intergalaktische Spiele, die beginnen am 1. April und man muss ja die Schiffe irgendwie bekommen, auch wenn manche schon älter sind, aber der Content muss ja ins Spiel. Ja, also diese Weltraumgefechte und so eine Sachen, die werden ja nicht im Hintergrund irgendwie reingeladen und davon kriegt keiner was mit. Das ist ja doch relativ viel an Daten und daher ist es vielleicht gar nicht so abwegig, dass am 1. April ein Update kommt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall fange ich erstmal an mit den intergalaktischen Spielen Teil 1. Zerstörer, Duasta gibt es gleich im Spiel, wenn man euch sich anmeldet, die Zaya, die Galaxy und die Paris. Paris, wie auch immer man das jetzt betonen möchte. Und es gibt da immer 19 Fertigkeitspunkte zu und dann müsst ihr Aufgaben erfüllen, um weitere Schiffe freizuschalten. Also 5 Gefechte gewinnen und dann gibt es als Belohnung die Firefly und auch ein Kapitän sowie 25 Ironium. Das ist nämlich die neue Währung, die ihr dann für die Waffenkammer habt, wo ihr dann unter dem speziellen Themenreiter wieder bestimmte Sachen freischalten könnt. Irgendwelche Tarnung für eure Schiffe wahrscheinlich. Wird jetzt hier noch nicht weiter erwähnt, was man mit den Ironium jetzt ganz genau noch machen kann. Und wie es dann wirklich ins Spiel kommt, aber wir hatten ja im Vorwege schon darüber berichtet, ein paar Ausgaben zuvor, sagen wir mal so, für die Weltraumgefechte und da war es ja eben auch so, dass Ironium halt für mögliche, auch für Signalflaggen und so weiter verwendbar sein soll. Gut, und weiter geht's mit den nächsten Aufgaben. Century Hawk gewinnt 3 Gefechte, dann gibt es die Norma, das ist ja quasi die umgebaute Minotaur. Schiffseinschränkung dafür sind ist der Kreuzer Galaxy oder die Saya. Saya ist, glaube ich, die Sao gewesen. Die Galaxy war, glaube ich, die Desmo, die umgebaut wurde. Und dann gibt es den zweiten Teil, wieder 3 Gefechte gewinnen. Dafür bekommt man dann die Aurora, das ist eine umgebaute Moskwa. Da musste man dann mit dem Kreuzer Norma, Galaxy oder Saya gefahren sein. Und in Teil 3 müsst ihr gesamt 6 Gefechte gewinnen mit irgendwelchen Raumschiffen. Und dann gibt es nochmal 25 Ironium. Ja? Und so baut sich dann immer weiter aufeinander auf. Hier gibt es dann auch noch den All Destroyer, also den Kurfürst umgebaut. Dazu muss man dann mit dem Schlachtschiff Paris die 5 Gefechte gewonnen haben und dann ist auch die All Destroyer freigeschaltet. Ja, weiter geht es dann schon mit dem 15. April und so weiter. Also da die Aufgaben bauen dann alle aufeinander auf. Nach und nach kommen dann immer mehr. Ich möchte aber euch noch darauf hinweisen, es gibt noch zusätzliche Aufgaben, wo ihr nicht nur Schiffe freischaltet, sondern eben halt auch Aufnäher. Und das ist dann die Jagd nach Ironium. Steht hier vom 1. April bis 8. April gibt es dann Aufnäher, wo ihr 10 Kreuzer, 10 Zerstörer, 10 Schlachtschiffe in Gefechten versenken müsst. Natürlich nur in Weltraumgefechten. Und da gibt es auch wieder Ironium dazu und so weiter. Und den könnt ihr auch nur ein einziges Mal abschließen, genauso wie die Aufträge weiter oben. Und hier geht es dann weiter am 8. April und so weiter. Da gehen wir ein andermal drauf ein, wenn es denn soweit ist. Ihr könnt hier natürlich schon vorlesen, wenn ihr das wollt. Aber ja, wie gesagt, 8. April ist noch ein bisschen hin. Bis dahin gibt es wieder eine neue Flaschenpost. Und da werden wir euch auch darauf hinweisen, wenn dann die nächsten Ausgaben für das darauffolgende Wochenende für euch vorgestellt werden. So, und damit bin ich schon am Ende meiner heutigen Ausgabe der Flaschenpost. Waren nur 5 Themen, aber ist doch wieder recht lang geworden, das Video. Ich hoffe, es war informativ für euch und hat vielleicht euch ein bisschen einen Ausblick gegeben, auch wenn manche Sachen noch gar nicht offiziell angekündigt sind. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über konstruktives Feedback freuen. Daumen nach oben, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, ein Abo. Und ja, wenn ihr uns gut findet und uns abonniert habt, dann empfehlt uns auch weiter. Vielleicht in eurem Clan, in eure Freunde, die uns noch nicht kennen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal hier auf dem Seekrauts-Kanal. Euer Seekrauts-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.